meine Zukunft heißt, raus aufs Land und irgendwann mal ein schönes großes Grundstück für mich zu haben, womöglich vielleicht Farmer zu werden, aber ganz einfach in der Natur zu sein. Große Familie, jede Menge Viehzeug und dann ganz abgeschieden von der Außenwelt. Ich meine, wir trainieren fleißig, das kann man schon sagen, aber es ist noch nicht so weit, dass man, oder es hat noch nicht gefluppt, würde ich mal sagen. Aber wenn es dann passieren sollte, dann passiert es halt. Ich würde mich auch riesig darüber freuen, aber wie gesagt, jetzt ist es noch nicht so weit. Jetzt konzentriere ich mich auch erst noch mehr auf meinen Job. Ist wahrscheinlich auch noch zu wenig Zeit, um konstant bei der Sache zu sein. Für mich ist Familie das größte Glück auf Erden, weil ich glaube, es gibt nichts Schöneres und Größeres, wie Kinder zu haben, Kinder großzuziehen und in einer Familie, in einer gesunden Familie zusammenzuleben. Und das ist schon irgendwo ein Ziel, was ich mir für die Zukunft setze. Es gibt Phasen, in denen ich es akzeptiere, in denen ich sehr gut damit leben kann, auch teilweise glücklich darüber bin, aber es gibt natürlich genauso die anderen Phasen, wo es mich nervt, wo ich nicht damit leben kann, wo ich auch sehr abweisend reagiere, weil ich mir ein gewisses Schutzschild aufbauen möchte oder das in dem Moment tue, was für viele Leute nicht sehr positiv ist, weil man mich in diesem Moment als einen arroganten Menschen ansieht. Aber das ist das Schutzschild, was praktisch jeder sich irgendwo aufbaut, um Menschen von sich fernzuhalten, wenn man die Momente der Ruhe haben möchte und eben nicht die Zeit und Möglichkeit hat, lustig, locker auf solche Situationen zu reagieren. Es ist schade. Ich meine, mich stört es manchmal selber, wenn ich so reagiere, aber es kommt einfach und das ist ein menschlicher Reflex. Es gibt immer zwei Seiten in dieser Situation. Der eine, der nicht erfolgreich ist und vielleicht auch nicht so viel Geld verdient, der sagt, Mensch, was beschwert er sich überhaupt? Der verdient Geld, kann alles machen, was er will. Und der andere, der es hat, der sagt, ich kann nicht mehr alles machen, was ich will. Ich kann nicht mehr zelten gehen und die normalsten Dinge machen und teilweise die Lebensfreude haben an gewissen Bereichen, die man mit Geld gar nicht kaufen kann. Aber im Leben muss man mit allem Kompromisse eingehen. Ich glaube, wenn ich mal alles über einen Kamm schere, dann kann ich immer noch wahnsinnig zufrieden sein. Und beschweren, glaube ich, sollte man sich auf keinen Fall, weil es gibt viele, viele Menschen, die lieben gerne in meiner Position wären, das erreichen würden. Und deswegen muss ich schon sagen, kann ich stolz drauf sein, bin auch stolz darauf und nehme halt die unangenehmen Dinge mit auf den Weg und muss halt damit leben können. Ich rede prinzipiell sehr ungern über mich, weil die Schwächen überlasse ich gerne euch, die rauszufinden. Und die Stärken hört sich gleich immer arrogant an, die rauszufinden. Aber ich denke, eine Sache, die möchte ich nicht als Stärke bezeichnen, sondern als eine Charaktereigenschaft, ist die Ruhe, die ich habe. Und ich meine auch die Normalität, die ich nach wie vor beibehalten habe. Das erkenne ich daran, wenn ich mit meinen alten Kumpels zusammen bin, mit meinen wirklichen Kumpels. Dann haben wir genauso eine lustige Zeit noch wie zuvor. Die findet zwar nicht mal in den gleichen Orten statt, wir müssen uns hin und wieder ein bisschen eingrenzen in den Orten, aber wenn wir unter uns zusammen sind, dann haben wir immer noch wahnsinnig viel Spaß. Speziell über Winter, weil da mehr Zeit ist wie über die Saison, aber im Winter lassen wir mit sicher auch mal die Sau raus.